Servus, Leute, willkommen zurück zu Lonely. Vorweg, ja, es kam jetzt lange Zeit nichts mehr. Es wurde nachgefragt, Wolf, wann kommt Lonely wieder? Ja, wenn es Lonely nicht mehr gibt, falls es überhaupt noch gibt, dann guck es woanders. Leute, bitte etwas Geduld. Ihr wisst, dass wenn ich ein Projekt mache, werde ich es nicht abbrechen. Nur manchmal fehlt mir die Lust und dann muss ich erstmal was anderes zocken, damit ich auf andere Spiele wieder Lust habe, so in dem Fall jetzt auf Lonely. Deswegen, ja, ich mag es nicht, wenn man mich so, ja, auf ein Projekt begrenzt, so nur Lonely und dann, ja, das andere ist mir egal. Mag vielleicht so sein, aber ja, gut, lassen wir es einfach, das macht mich nur etwas sauer. Also, Joystick, stimmt ja, Joystick. Naja, egal. Wir machen weiter mit Lonely. Also, ich drücke total die falsche Taste. Ist eine Zeit lang her, ich weiß. Aber der Sound ist viel zu laut, was soll das? Ich weiß, dass wir irgendwie. Nicht. Na toll, jetzt. Hört ihr's? Daneben Mann, ja, die Katze. Den Umkleideraumschlüssel haben wir, glaube ich, gefunden. Und ich werde jetzt die Umkleide suchen. Also hier ist ja wieder alles so klein gestellt, muss ich ja wieder 30 Meter nahe hingehen. Ruheraum, Toilettenraum, ne. Umkleideraum habe ich gefunden, nicht wahr? Warum ist da rechts alles so dunkel? Also hier die Schrift, kann ich kaum lesen. Umkleideraum 17. Okay, wo ist die 17? Die 17 ist. Die 17 ist da. Ist doch Umkleideraum, oder? Umkleideraum und Duschen. Das ist, glaube ich, falsche, oder? Ne, Moment, ich muss nach unten, nach unten, nach rechts. Okay, schauen wir mal. Warum leckt es schon wieder? Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, laggt es. Das will mir nicht gefallen. Aber auf der Aufnahme sieht man davon kaum was. Also ich kann hier gar nicht durch, da war ja was. Das heißt, ich muss einen Umweg gehen. Und ja, weicht den Müll aus. Kann ich mich hier durch? Sinnlos, tut sich nichts. Das heißt, ich muss. Über die Ecke dahin gehen. Ja, ich weiß, ich bin orientierungslos wie sonst was. Bin ich hier schon richtig? Das heißt, da jetzt nach unten. In die Tür. Ach, ich bin so blöd. Oh Mann. Warum latsche ich da auch rein? Oh, giftiger Schleim, steige ich mal rein. Wird schon nichts passieren. Oh nee, Moment, da Lockerung. Das heißt, ich muss von rechts da. So. So, da kann ich gar nicht durch. Ah, wie komme ich da denn hin? Das heißt, ich muss von. Da nach links kann ich nicht gehen. Wie mache ich das denn? Die Tonne hier schiebe ich erstmal weg. Ich glaube, die steht mir im Weg. Ich werde es bei Lonely jetzt so machen, dass ich. Kann ich da durch? Ja. Aber wohin schiebe ich die Tonne am besten? Da kann ich durch. Ich lasse die Tonne einfach mal da stehen. Oh, bin ich blöd! Ja. Also, alles. Bitte kein Kommentar! Alter, bin ich bescheuert. Ich bin das Dümmste, was rumrennt. Da komme ich so nicht durch.
Was ich sagen wollte, ich werde, damit ich mehr Lonely machen kann und die Bearbeitung nicht ganz so aufwendig ist, werde ich eventuell 15 Minuten Parts machen. Ist zwar wenig zum Angucken, aber so bin ich schneller mit der Bearbeitung und vor allem rendert es auch schneller. Und dann kann ich immer ein bisschen mehr Lonely uploaden, damit nicht so ganz großer Abstand zwischen Videos entsteht. Lässt sich nicht öffnen. Kartenlesegerät. Ich will ungern in der Lösung gucken. Ich glaube, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Ich werde noch 10 Minuten herumrennen. Wenn ich dann nicht weiterkomme, gucke ich in der Lösung. So, es war das Blut da, ich dachte schon. Was war denn das noch schon? Was war denn das noch schnell für ein Raum? Ach so, nein, da wollte ich gar nicht hin. Toilette, ich glaube, da will ich gar nicht rein. Ist das verschlossen? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist ein bisschen suboptimal. Zu ungefähr 50%. Ich werde jetzt einfach mal durch die Gegend rennen. Vielleicht finde ich was auf gut Glück. Was sind das da? Das ist bestimmt nur Müll. Ich dachte schon, das sieht aus wie ein Karnickel. Ja, aber was macht ein Karnickel mitten in der Kanalisation? Aufsperren. Was ist denn das für eine Tür? Ich sehe das nicht. Hier steht auch nichts. Brauche einen passenden Schlüssel mit dem. Habe ich noch einen anderen Schlüssel? Einen Schraubenzieher. Brecher ist ein Radler, nasser BH. Was ist das für ein Ruheraum? Das heißt, ich brauche einen Ruheraumschlüssel. Ich muss irgendwo hin, ich weiß es nicht. Da war ich doch schon. Also da ist. Ja, ich suche das Teil hier, weil irgendwie ist der Sound bei mir immer zu laut. Deswegen muss ich hören, ob ich ihn. Das Problem ist, das Headset ist schon einigermaßen alt. Und wenn ich nicht eine bestimmte Lautstärke einstelle, höre ich nur auf einem Kopfhörer was. Zugefroren, auf jeden Fall das Ding. Zustand öffnen. Kann ich das anzünden? Aufbrechen? Nee. Okay, hier geht's rein. Ich speichere einmal. Das sind lauter tote Schmetterlinge. Warum liegen da tote Schmetterlinge drin? Das kann mir wohl keiner sagen. Achso, ein Stuhl. Bis jetzt letztes Mal ist es schon, dass nur Johnnys Name auf der Tafel verwendet ist. Wasserspender ist leer. Leer, was war doch das? Leer. Ich habe keinen Plan. Ich mag es nicht, wenn ich so gnadenlos umherrenne, ohne was zu finden. Oh, den Ort. Stimmt, da war ja was. Letzten Zeilen, es standen da noch schnell. So, Haare, was war das mit den Haaren durch den Lüftungsschächten?
Die Gegenstände müssen wir uns abholen, ne? Ich hätte die Steuerungskontrolle für Belüftungssystem zu sein. Dazu kaufst du ein Passwort geschützt. So. Falsches Passwort, Zugriff verweigert. Tank. Stimmt, ich wollte ja ein Passwort suchen, das war's. Mal da lang, wo das Monster war. Eigentlich will ich es nicht, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Hier mich nicht, die Monster. So, was war das? Das ist verriegelt. Klärwerkzeug nur für autorisierte Mitarbeiter. Ich hab nach unten. Ihr habt sogar gehört. Hinten waren doch Haare, also ganz weit links oben irgendwo. Ich hab gesagt, dass die Lüftung. Also, sie hat mir nicht gesagt, aber sie hat geschrieben, aus den Lüftungsschächten kommen Haare. Will mir das gefallen? Nein, will es nicht. Natürlich. Das sind überall Haare. Das ist gut. Ich will ebenfalls nicht. Mal die Tonne hier weg. Vielleicht kann ich da durch. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, aber ich versuche es einfach mal. Das ist nur der erste Part, um wieder ein bisschen reinzufinden. Sollte ich hier nichts erreichen, dann werde ich vielleicht in der Lösung gucken, weil ich will hier nicht ewig rumrennen. Ich weiß, dass ich so einen Schlüssel finden muss. So einen Ruheraum. Ruheraumschlüssel? Ich glaube schon. Wo der ist, kein Plan. Was erreicht denn? Stimmt, ich brauche die Schere. Und ich glaube, die Schere war. Ach nee, sag mir nicht, dass die Schere da ist, wo ich jetzt gerade denke. Bei dem Typen. Bei dem, der so einen schönen Tag hatte und sich den ganzen Tag lang gelächelt. Das will mir nicht gefallen, wenn ich zu dem hin muss. Aber der wird mir die Schere nicht freiwillig geben. Das ist das Problem an der Sache. Das heißt, ich muss den irgendwie zu überreden. So stimmt, bei mir ist alles dunkel, weil der Bildschirm irgendwie so. Ich hoffe, es ist der Punkt. Das ist nur eine Tür. Nee, aber einen ganzen Haufen Mist. Wenn mein Monitor bloß nicht erhöht stehen würde. Warum soll ich ihn fast durch die Gegend schieben? Ich check's gar nicht. Musik macht mich platt. Hier komme ich nicht durch. Knochiges Gestrüpp hat sich um die Gittertür gewickelt. Um sie aufzubekommen, muss ich irgendwie entfernen können. Knochiges Gestrüpp? Nicht die Haare, oder? Da unten ist was. Moment, das da unten ist, glaube ich, die Karte, also fürs Kartenlesegerät. Und noch irgendwas, Pillen, glaube ich. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall hin, wenn ich zum Beispiel die Schere habe. Okay. Okay. Ich muss nur irgendwie an die Schere rankommen. Das ist es. Dann kommt dann raus. Egal.
Hast du einen Schlüssel? Ja, ist klar, aber den habe ich nicht. Oh Mann, ein Part umsonst. Ich renne nur rum. Tut mir leid, dass ich so ein Armleuchter bin und gerade nichts weiß. Toilette. Ja, da kann ich nicht durch. Das bringt mir gar nichts. Moment, vielleicht kann ich doch durch. Wenn ich unten lang gehe. Ja, ich kann doch durch. Was bringt es mir? War ich da schon mal? Oh Gott. Ja, ich glaube, ich war da schon mal. Ich gehe wieder raus. Da komme ich so nicht durch. Aber da komme ich durch, genau. Da ist eine Kiste. Da ist der Ruheraum, glaube ich. Will ich da rein? Ich merke gerade jetzt in der Webcam, dass ich einen Giftschieber habe. Das gefällt mir nicht. Ich mag keinen Giftschieber. Ja, komm, ich will rein. Wofür ist der Kupferschlüssel überhaupt da? Umkleide. Jetzt kommt's, Mega Monster. Okay, ich gehe wieder. Auf keinen Fall. Nee, 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 nee. Da gehe ich später irgendwann rein. Nicht jetzt. Auf keinen Fall jetzt. Unten schwimmt ein Monster. Da unten schwimmt es, seht das. Oh Mann. Was soll das denn überhaupt? Ich will das nicht erfragen. Ich gehe zurück und speichere. Nö. Das mache ich im nächsten Video, ne? Und nicht mal. Geht der Tisch schon zu klemmen? Ja, danke. Jetzt kann ich da einen ganzen Weg außen rumlatschen, oder wie? Naja, immerhin habe ich mich ein bisschen umgesehen. Sie ist ja schon mal etwas. Mit der Kiste war das schon immer da. Ich glaube, ich werde langsam paranoid. Immer paranoider hier. Oh, schnell. Danke. Habe ich irgendwie Glück, um mich heilen zu können? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch Beruhigungsmittel habe ich, das will ich aber noch nicht. Gegengift habe ich 4. Kupferschlüssel. Wofür soll der Kupferschlüssel gut sein? Naja, speichern wir nochmal. So, ist zwar ein kürzeres Video, aber so dauert die Bearbeitung nicht so lange und dann kann ich wenigstens ein bisschen Lonely hochladen. Dann würde ich sagen, das war Lonely. Tut mir leid, dass so lange nichts kam, aber ich muss mich um etliche andere Projekte auch kümmern und da ist so ein leicht angepisster Ton von wegen, ja, wenn Lonely nicht mehr kommt, gucke ich so irgendwo anders weiter. Das kann ich überhaupt nicht brauchen. Es war zwar nur ein Kommentar, ich weiß nicht, ob der überhaupt bösartig war oder nicht. Oder ob der einfach nur so darauf hinweisend war. Das weiß ich nicht. In Schriftform kann man es nicht entziffern. Aber naja, würde ich sagen, das war Lonely. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat.